Wer von Anfang an bei meiner Wildkräuterreise schon dabei ist, der weiß, dass ich vor diesem Strauch schon mal gestanden bin. Im Frühjahr hat er gelb geblüht. Lasst euch überraschen, was daraus jetzt geworden ist. Hallo zusammen, da ist wieder die Sandy vom Wilden Steinwerk mit Pemberchef. Und wie auch dieses Mal verbinde ich wieder die Wildkräuterküche mit der Steinküche. Das ist natürlich kein Wildkraut, das ist ein wilder Strauch. Das ist die Kornelkirsche. Und warum es sich so lohnt, auch die Kornelkirsche wirklich in sein täglich Brot mit aufzunehmen, das erkläre ich euch in diesem Video. Warum ist es wieder interessant für uns, die Kornelkirsche zu sammeln? Es ist wie mit allen Sträuchern eigentlich im Herbst, jeder Strauch hat einfach total viel Vitamin C, Kornelkirsche auch zusätzlich, Vitamin B, Kalium, Calcium, Magnesium, all diese Sachen. Und da möchte ich, wie gesagt, nicht drauf verzichten. Man muss ja nicht immer von jedem Strauch gleich kiloweise einkochen, aber so ein Kilo Marmelade von jedem Strauch mache ich mir tatsächlich, weil es einfach zu gut ist. Was kannst du denn überhaupt noch alles damit machen? Man kann sein Likör ansetzen, man kann seinen Schnaps ansetzen, man kann die Kerne zum Beispiel. Ich finde, die Kornelkirsche hat die wirklich attraktivsten Kerne überhaupt von allen Wildfrüchten oder allgemein von allen Früchten. Und da mache ich mir wirklich total schöne Teelichter zum Beispiel, weil es eine wunderbare Deko ist. Aber auch wären es natürlich für, na sagt man es, für Kirschkernkissen nehme ich die her. Weil wenn ich mir natürlich schon die Mühe gemacht habe, Marmelade zu kochen, dann mache ich immer für die Kinder nur so ein ganz kleines Kirschkernkissen draus. Also, wie das ganz genau funktioniert, erkläre ich natürlich danach nochmal in allen Einzelheiten. Auf jeden Fall, da sieht man schon, der perfekte Zeitpunkt zum Sammeln. Hier rede ich wirklich von Sammeln, eigentlich nicht vom Pflücken. Ich hole mir die Kornelkirsche, wenn es mir eigentlich schon von selber in die Schüssel reinfällt, ab und zu sammelt es auch, weil dann ist einfach der richtige Zeitpunkt. Wer zu früh sammelt, dann sind es wirklich so sauer noch und ja, da macht es einfach nicht so einen Spaß zum Essen. Gell? Man kann die Kornelkirschen auch roh essen, aber das hält man fast nicht aus, weil das ist wirklich noch schlimmer fast zum Essen, als ob man auf einer Zitrone rumkauen würde. So, also ich sammle jetzt mir ein großes Schüssel voll, sodass ich ungefähr ein Kilo Marmelade davon kochen kann. Und wie gesagt, das reicht mir dann wieder für ein ganzes Jahr. Dann hat man Abwechslung, einfach verschiedene Geschmäcker auf dem Tisch und hammermäßig viel Vitamin C und das macht es einfach aus. Natürlich gibt es nicht nur die Marmelade, ich werde die Marmelade natürlich in etwas einpacken. Da dürft ihr gespannt sein, was die Hexenküche heute wieder zu bieten hat. Sehr interessant finde ich auch, dass das Holz der Kornelkirsche das härteste Holz Europas ist. Also da kann man Musikinstrumente machen, Hammerstiele, also all solche Dinge, die ganz, ganz hartes Holz benötigen. So, da haben wir jetzt Kornelkirsche Nahaufnahme. Diese Kirschen hängen nicht wie Trauben, gell? Wie man es jetzt bei anderen oder wie bei der Vogelbeere zum Beispiel sieht. Da hängen die ja fast wie Trauben dran. Das hat die Kornelkirsche nicht, gell? Am besten mal eine öffnen. Dann sieht man schon, ob sich da genau eben so ein Kern drinnen befindet. Er muss wunderschön oval sein, seht ihr es, fast wie so ein Olivenkern. Und dann hat die Kornelkirsche da, das sieht man da ganz wunderbar, immer nur so kleine Ansätze. Schaut mal her, das hat es eigentlich überall. Kommt immer, wenn die Blätter links und rechts zum Sengen sind, seht ihr auch, gell? Alles gegenständig, dann haben da immer diese kleinen Knospen da noch mit zum Singen. Da haben sie ganz klein. So, und das ist auf jeden Fall Erkennungsmerkmal Kornelkirsche. Herzlich willkommen in meine Hexenküche. Also, ich habe schon wieder mal alles vorbereitet. Kornelkirschen habe ich jetzt einfach nur gewaschen, gebe ich dann in meinen Topf damit rein und lasse das Ganze auf Stufe 1 oder im Höchstfall Stufe 2 einfach mal 10 Minuten kochen. Gell? Warum? Weil dann löst sich das Fruchtfleisch vom Kern und danach wird es nur ganz, ganz sanft angemixt. Gell? Und zwar nicht auf 5 oder auf 10, um Gottes Willen. Dann hat sich ja der,
der Kern gespalten und mit dem Fruchtfleisch vermischt. Das will ich natürlich gar nicht. Ich möchte es einfach nur so erhitzen, dass sich alles voneinander löst und dann wird es ganz, ganz, ganz sanft angemixt. Gell? Aber ich gebe euch da noch ganz genau Bescheid, ich schreibe euch dazu, welche Stufe das ich ganz genau benutzt habe, weil wir wollen natürlich nicht alles so klein machen, wie gesagt, dass man es dann noch nicht einmal mehr in der flotten Lotte durchrühren kann. So, also das ist schon mal das Erste, was zu tun ist. Wir machen jetzt einfach einmal dieses Mousse. Meine Kornelkirschen habe ich jetzt ohne jegliche Zugabe von Wasser einfach 10 Minuten auf Varoma kochen lassen. So, dann habe ich, passt auf, genau 2 Minuten auf Stufe 3 dahin rühren lassen, schon fast ein bisschen angemixt ist das, gell? Macht es nicht höher wie Stufe 3, weil sonst kann es sein, dass sie die Kerne mit drunter mixen und das wollen wir ja nicht. So, dann kommt das Ganze in die flotte Lotte. Seht ihr schon, was das für ein wunderbares Mousse geworden ist? Das streiche ich jetzt einfach oder drehe ich durch die flotte Lotte. So. Und dann wird das Ganze einfach nur weiter verkocht wie Marmelade. Fülle ich dann in Gläser ab, lasse das Ganze wieder abkühlen und so habe ich meine fixfertige Kornelkirschmarmelade. Das heute werden also keine Zwetschgennudeln, das werden jetzt einfach Kornelkirschennudeln oder man kann auch sagen Dirndlnudeln, weil in Österreich zum Beispiel sagt man zum Kornelkirschenstrauch Dirndlstrauch. Also, ich habe wie gesagt im Vorfeld alles zusammen, jetzt habe ich das mit der Nahaufnahme gezeigt, weil viele das nicht glauben können, dass man das einfach nur alles zusammenrührt. Könnt ihr euch wie gesagt nebenbei nochmal anschauen. Da seht ihr schon, der Teig ist gegangen, dann kommt der Teig auf meine und zwar wirklich nur ganz, ganz sanft bemehlte Teigunterlage. So, und dann geht es ganz unkompliziert natürlich wieder weiter. Schaut her. Ich spare deshalb mit Mehl, damit mir diese, diese Nudeln, diese Kornelkirschennudeln danach schön zusammengehen und die Marmelade eben im Inneren bleibt. So. Okay, da gehen wir auf der Oberseite geben wir nochmal ein bisschen was dazu. Wunderbar. Dann geht's los. Jetzt probiere ich fast einmal aus. Ich glaube, dass ich den größeren Ring nehmen werde. Das machen wir jetzt da mal schnell. Schaut sehr einfach abstechen. Das Ganze. Wunderbar geht es. So, dann richte ich mir natürlich gleich, ich habe jetzt da die runde Stombia genommen. Da passt es eigentlich recht gut immer rein. Kornelkirschenmarmelade habe ich jetzt die vom letzten Jahr genommen, weil es einfach schon runtergekühlt ist und natürlich vor der anderen weg soll. Deswegen schaut her. Da darfst du schon wirklich einen schönen Spruz voll reingeben. So. Dann wird das Ganze genommen, schaut her, ein bisschen gezogen und dann richtig schön verschlossen. Ich habe natürlich ein bisschen gefettet unten, gell? Tue aber später nochmal oben mit Butter bestreichen. Schaut her, wie unkompliziert das wieder geht. Locker einlegen, gell? Das ist mit Hefegebäck. Das geht deutlich auf. Das werdet ihr sehen. Also diese Form, die füllt sich und schaut dann wirklich ganz, ganz wunderbar aus. Das kann man, wer das will, noch mit Milch aufgießen. Ich mache es meistens, backe es natur und gebe zum Beispiel Vanillesoße mit dazu. Da ist ja auch wieder der Fantasie keine Grenze gesetzt. Schaut her. So. Und so mache ich jetzt alle fertig.
solche Sachen nehme ich tatsächlich immer gerne die Garnierspritze, weil mir die das einfach so schön rausportioniert. Und die Hände bleiben sauer, muss man nicht immer mit dem Finger vom Löffel zum Beispiel abstreifen. Also das ist halt ganz unkompliziert. So. Da setze ich jetzt noch einen rein. Die anderen zwei tue ich später einfach in einem Muffinförmchen mitbacken. Genau. Also mehr tue ich jetzt wirklich nicht rein, weil wie gesagt, das Ganze geht ja auf. Da füllt sich die Form von ganz von alleine. So, wird jetzt noch mit Butter bestrichen und dann ab in den Ofen. So schaut es her, halbe Stunde ist vorbei, Abdecken natürlich runter und jetzt schiebe ich das Ganze im vorgeheizten Ofen. Und ich hole euch wieder dazu, wenn es fertig ist. Meine Dirndlnudeln, die waren jetzt genau 25 Minuten drin bei 175 Grad. Also mit 160 habe ich angefangen und jetzt am Schluss habe ich noch ein bisschen Farbe gegeben. Genau, kommen wir raus. So schaut es her. Da kommt jetzt wie gesagt nur ein bisschen Puderzucker drüber. Genau. So schaut, schaut mal, wie schön farbenfroh das geworden ist, Kornelkirsche, Marmelade. Ich mache natürlich noch meinen Anschnitt, dass ihr seht, wie das innen ganz genau ausschaut. Auf jeden Fall, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, freut euch auf nächste Woche. Nächste Woche werde ich mit einem Irrglauben aufräumen.